Hi, ich bin Ronny und ihr seid bei World Wide Whisky. Heute habe ich für euch mitgebracht einen 14-jährigen Tam Du vom unabhängigen Abfüller Hunter Lang. Ja, Freunde, herzlich willkommen wieder bei mir zur nächsten Whisky-Verkostung. Ja, wie eben schon angekündigt, habe ich heute für euch eine Resteflasche natürlich wieder vom Franz. Es ist ein Tam Du. Ne? Tam Du ist einer meiner Lieblingsdestillen nach Glenfarclas. Ja, so ziemlich so mit das Liebste, was ich mag. Also ich mag sehr gerne Tam Du Whiskys. Und ja, hier haben wir einen Tam Du, 14 Jahre alt. Er ist 2007, im April 2007 destilliert und im März 2022 gebottelt. Hätte man noch einen Monat drinnen lassen können, ne, dann hätte man sogar 15 Jahre gehabt. Aber ihr wisst ja, wie das so ist in Schottland. Wenn die Master Distiller, die Master Blender, wenn die halt meinen, der Whisky muss raus, dann muss er raus. Ne? Dann ist es halt so. Ja, wir haben hier eine Single Cask Abfüllung. Es handelt sich um eine Single Cask Abfüllung vom unabhängigen Abfüller Hunter Lang. Das ist immer die Old Malt Cask Serie. Die haben immer 50 Volumenprozent. Also der Single Cask ist nicht in Fassstärke. Er ist in einer hohen Trinkstärke von 50 Volumenprozent abgefüllt. Ne? Also die machen immer bei diesen Old Malt Casks machen sie immer 50%. Finde ich gut. Finde ich eine gute Trinkstärke. Man hätte auch Fassstärke lassen können. Dann wäre vielleicht ein bisschen teurer gewesen. Aber egal, sie haben sich halt so drauf eingespielt, dass diese Abfüllserie immer mit 50 Volumenprozent daherkommt. Ja, ansonsten wie immer bei Hunter Lang alles transparent, ne? Also nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, non-chill filtering, non-coloring, also 14 Jahre alt, wie gesagt, Destillationsdatum, Bottledatum steht drauf, das Fass steht drauf, es handelt sich um ein Sherry-Butt, ne? Um ein Sherry-Fass. Und wir haben eine Limitierung der Flaschen von 739 Stück. So. Jetzt habe ich zu dem Whisky, glaube ich, alle Eckdaten genannt. Ne? Die Farbe gucken wir uns gleich mal im Glas an. Aber zuvor noch ja, Pappkarton, typische sechseckige Verpackung hier von Hunter Lang immer für diese Apfelserie. Da gibt es ja ganz viele. Und da gibt es auch noch einige Tamdus. Da gibt es, ich glaube, da kommen jedes Jahr welche raus. 21, das ist das Bottling von 2022 mit 14 Jahre. Dann gibt es noch welche von 2021. Dann gibt es noch 15-Jährige. Also die bringen viele Abfüllungen raus. Ne? Also die machen sehr, sehr viel. Und ja, ich habe mir halt jetzt mal diese geschnappt. Ne? Und die hat Franz ja geteilt. Und da habe ich dann das Altglas dann halt genommen, um euch diesen Whisky halt mal zeigen zu können. Ja, wir haben natürlich Naturfarbe, ne? Eine Sherry-Vollreifung soll das sein. Ich gucke gerade, ob das ein First Fill oder ein Refill Butt war. Steht nicht drauf, steht bloß Sherry Butt drauf. Aber ja, ich denke mal, First Fill wird es nicht gewesen sein. 14 Jahre lang im Sherry Butt gelegen. Aber hat trotzdem eine schöne Farbe, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und die Schlieren, ja, die Schlieren kommen auch gut rüber. Ich kann euch das mal zeigen. Schlieren sind auch sehr schön da. Also wunderbare Schlierenbildung. Ja, ich würde sagen, zur Destillerie Tam Du ist noch zu sagen, 1897 gegründet. Aktuell im Besitz von den Ian McLeod Distillers. Ne? Und sie brennen auf drei Wash, drei Spirit Stills und sie haben ein Produktionsvolumen von aktuell circa 4 Millionen Liter Whisky pro Jahr. Also die brennen ordentlich. Und ja, man findet sie ja öfter auch unabhängig abgefüllt und auch sehr häufig original abgefüllt. Ne? Sie haben also einen 12-Jährigen, einen 15-Jährigen, den 18-Jährigen. Da der 18-Jährige ist, ja, den kriegt man noch zu kaufen, aber ist, glaube ich, kommt immer in Batches raus. Ne? Und das aktuelle Batch ist, wenn man es noch kriegt, sehr, sehr teuer. Ja, dann haben sie halt auch Ziegermalt und was weiß ich, Carstrings-Serie. Also die haben schon einige Originalabfüllungen auch, ne? Und ja, in der Speyside gelegen. Ich war schon vor Ort, ne? Man kann die Destille aktuell nicht besuchen. Also
man kann hinfahren und aufs Gelände mal rauffahren, das geht und das erlaubt man auch. Ne? Man kann da mal ein paar Fotos machen und vielleicht trifft man auch mal den einen oder anderen Arbeiter, so wie es bei uns war, der gerade Pause gemacht hat. Da kann man auch mal so zwei, drei Fragen stellen, das beantworten sie auch gerne. Aber offiziell gibt es kein Visitor Center dort, aber so wie ich das gehört habe, will Tamdu wohl ein Visitor Center bauen und sie wollen wohl auch dort Touren anbieten irgendwann mal. Also das soll wohl dort auch losgehen. Finde ich auch gut, müsste man auch machen. Tamdu macht geile Whiskys in meinen Augen und warum sollen die Fans nicht auch mal wissen, wie der Whisky dort hergestellt wird? Ne? Also finde ich gut, wenn sie ein Visitor Center bauen. Ja, aber gut, wir kommen jetzt mal zu dieser Abfüllung zurück. Wie gesagt, ich habe unten in der Beschreibung den Base-Link verlinkt. Ne? Also da könnt ihr dann auch gerne mal drauf gehen und euch alles Weitere dann mal durchlesen. Ja, wie gesagt, schöner 14-jähriger Whisky. Und ich würde sagen, wir kommen mal zum Whisky, ne? Ja, kräftig in der Nase. Also kräftig, frisch, sag ich mal, vom Alkohol so ein bisschen, ne? Der Whisky steht schon wieder, ja, gut, 20, 25 Minuten. Ich würde eher sogar eine halbe Stunde sagen, dass der schon eine halbe Stunde steht. Ja, man riecht rein. Schöne Sherry-Noten habe ich da. Also ich habe dunkle Noten in der Nase, aber auch eine Süße. Und die Süße geht für mich eher in eine Honigsüße. Honigsüße, dunkle Früchte. Grasige, florale Noten hätte ich hier noch, so ein bisschen Blumenwiese. Eine schöne Würzigkeit. Blumenwiese, so, da würde ich eher so Kräuterwiese sagen. Oder so Kräuter, so ein Kräutermix. Ne? Eine schöne Würzigkeit, so aus Kräutern gemischt, finde ich. Aber doch tatsächlich auch ein paar grasige, florale Noten, die hat er für mich definitiv in der Nase. Also ich finde ihn in der Nase sehr intensiv und sehr würzig. Also da kommt schon gut was rüber, muss ich sagen. Aber klar, ne, 14 Jahre im Fass, da muss auch ein bisschen was kommen, ne? Also da muss man halt auch ein bisschen schon was merken, ne? Auch in der Nase. Weil sonst, ja, sonst wäre es ein bisschen schwach, ne, für 14 Jahre. Ja, kann schon so ein bisschen Honig, Karamell, Frucht, also die Fruchtsüße. Ja, es ist für mich eine Honigsüße. Und dann ein bisschen Fruchtsüße ist auch dabei, ja. Also so ein Mischmasch, so aus Honigsüße, Fruchtsüße. Aber der ist sehr floral, muss ich sagen. Also der hat so eine frische Wiese, so eine frische Kräuterwiese, so frisch gemäht, würde ich sagen, ne? Die Note ist auch schon gut ausgeprägt. Paar erdige Noten so noch, ne? So ein bisschen feuchte Erde auch so ein bisschen dabei. Aber riecht sehr gut. Gefällt mir sehr gut die Nase. Ich meine auch schon durch diese feuchte Erde auch so ein bisschen Holz zu riechen, so ein bisschen vom Fass, das Holz. Aber wenn dann so ein bisschen feuchtes, modriges Holz, so ein bisschen in die Richtung geht's, ja? Ja, bei den Früchten, dunkle Früchte, aber da ist auch Apfel und Birne mit drinne. Also ja, da ist eindeutig Birne, Apfel so ein bisschen mit drinne. So, Freunde, ich würde sagen, ich quatsche da gar nicht mehr lange, ich würde mal probieren. Slanjewar. Oh ja, kräftig im Antritt. Speichelfluss jetzt. Gut, der erste Schluck wieder, ne? Klar, müssen sie wieder sich mal wieder die Sinne dran gewöhnen. Aber schöner, kräftiger Antritt. Speichelfluss. Und trocken werdend im Mund. Also beim Runterschlucken oder beim Ausspülen, beim Runterschlucken war er trocken im Mund. Jetzt durch den Speichel füllt sich das wieder, füllt sich wieder, wird es wieder feuchter im Mund. Aber
so eine alte Holzmodrigkeit hat er so ein bisschen, bringt er so ein bisschen mit sich. Finde ich. Am Gaumen ist er dann wiederum, ja, ich finde wiederum schnell weg. Also der Abgang ist nicht lange da, finde ich. Also der Abgang ist für mich, der Whisky ist schnell weg. Ah, die Nase riecht gut. Die Nase riecht wirklich, also das ist wirklich ein sehr, sehr guter Whisky in der Nase. Zum Riechen riecht sehr lecker, sehr angenehm, sehr fruchtig, sehr frisch, sehr, sehr grasig, sehr erdig. Ne, also alles so ein bisschen diese Noten. Ja, wunderbar. Also Nase gefällt mir außerordentlich gut, muss ich sagen, bei dem Whisky. Aber am Gaumen? Ich muss nochmal probieren. Ich trinke nochmal einen Schluck. Ja, jetzt kommt er mir eher vor wie 45 Volumenprozent, 45, 46 so, gar nicht wie 50 Volumenprozent. Aber schön, jetzt eine schöne Süße am Gaumen, schöne fruchtige Süße, wenn man so mit der Zunge ein bisschen an den Innenseiten der Wangen lang streicht oder ein bisschen am Gaumen so. Ja, jetzt hat man schöne, fruchtige Noten. Dieses erdige, grasige habe ich mehr in der Nase, habe ich am Gaumen nicht so. Da dominiert für mich die Frucht und diese Süße. Ist am Gaumen? Am Gaumen würde man, also blind würde man den Gaumen gar nicht mal so sehr für eine Sherry-Vollreifung halten. Am Gaumen würde ich denken, der hat 12 Jahre im Ex-Bourbon-Fass gelegen und 2 Jahre in Finish gekriegt mit Sherry, ne? Aber es soll ja eine Vollreifung sein. Von der Nase her würde ich es auch glauben. Aber am Gaumen kommt er mir nicht vor wie ein vollgereifter Sherry-Whisky, ne? Naja, gut, aber ist so. Ich finde ihn aber trotzdem am Gaumen sehr lecker. Also er schmeckt mir sehr gut. Der geht eher so ein bisschen am Gaumen mehr ins Süffige über, ne? Also man könnte, am Gaumen könnte man denken, boah, ne, komm, schenk noch mal einen ein, weil die 50 Volumenprozent gar nicht so, beim zweiten Schluck zumindest, ne, gar nicht mal so wie 50% rüberkommen, also eher wie 45, habe ich ja gesagt, ne, so würde ich ihn auch einschätzen. Ah, die Nase ist lecker, Leute. Das ist ein Whisky, da kann man schon mal, vorweg schon mal erstmal eine Viertelstunde dran riechen, ne, bevor man den ersten Schluck nimmt. Aber so soll es ja auch sein, so wollen wir ja auch die Whiskys haben, ne, sie sollen auch in der Nase lecker sein. Ne? Hier gefällt mir aber bei dem Whisky die Nase besser wie der Gaumen. Der Gaumen ist nicht schlecht. Ne? Glaubt nicht, dass der Gaumen schlecht ist. Also ich finde den Gaumen auch, finde das sehr, sehr gut am Gaumen, den Whisky. Ist lecker. Aber die Nase, finde ich, ist für mich wow. Der riecht richtig gut. So, ich würde sagen, ich probiere nochmal einen Schluck. Ja, jetzt ein bisschen das feuchte, modrige, erdrige habe ich dann doch jetzt so ein bisschen am Gaumen, so finde ich. Schöne Früchte, aber bei den Früchten bin ich am Gaumen nicht so bei den dunklen Früchten. Da bin ich am Gaumen eher so bei Apfel, Birne, ein bisschen reifer, ein bisschen ausgereifter. Aber ein gut süffiger Whisky. Also bei dem ist man gewillt, mehr zu trinken, wenn man den so mal am Wickel hat. Ja, Freunde, ich finde ein Single Cask, 14 Jahre, die Flasche gibt es übrigens noch zu kaufen. Ne? Geht mal auf den Wesling, da sind ein paar Shops verlinkt. Den gibt es noch zu kaufen. Der kostet 70 Euro, also ich finde für eine Sherry-Vollreifung 70 Euro, 14 Jahre alt, mit 50 Volumenprozent, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, da macht man überhaupt nichts verkehrt. Also der Whisky ist für mich das Geld allemal wert. Also da gibt es für von mir auf alle Fälle einen Daumen hoch, eine Kaufempfehlung, 70 Euro, ne, wo kriegt man heute noch sowas um den Preis, ne, mit diesen Eckdaten und auch dem Geschmack, muss man sagen. Ne. Wie gesagt, der Abgang ist ein bisschen schnell weg, finde ich, der hält nicht so lange vor, aber ich habe ja gesagt, man kann ja nachkippen, ne, man kann ja den nächsten Schluck dann nehmen. Nee, trinkt in Maßen, nicht in Massen, ne, ganz klar.
Ja, Freunde, dann will ich auch gar nicht so weiter ausschweifen über den Whisky. Also der hat alles, was ein Whisky haben muss. Ne? Die Eckdaten stimmen, die Transparenz ist hier bei Hunter Lane gegeben. Also da wird nichts verschleiert, nichts versteckt. Also ich finde das wunderbar und ich würde mir auch solche Abfüllungen immer wieder kaufen. Ne? Ganz klar. Ja, Freunde, dann war's das mit dem Video heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Abonniert bitte meinen Kanal, wer es noch nicht getan hat, und macht dann auch gleichzeitig die Glocke an, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn ich hier einen schönen Whisky wieder für euch habe. Ne? Macht es gut, Freunde, bis zum nächsten Video. Ciao!